ist ja schon da, okay. Ich brauche mehr Glas. Und ich brauche mehr Sand. Ich habe meinen Sand. Und Sand habe ich. Dann runter zum Ofen. Wir müssen generell unser Lager natürlich ein bisschen erweitern. Theoretisch müssen wir das Lager erstmal aufräumen. Theoretisch. Ja, und theoretisch. Das machen wir aber, glaube ich, zwischen den Folgen. Mache ich in die Glasblöcke nochmal? Erst Glas machen und da, oder direkt aus Sand? Aus Sand macht man Glas. Ja, aber muss ich jetzt erst das Glas machen oder kann ich direkt die Blöcke draus machen? Nein, Glas. Sicher? Ja, du kannst nur Glas aus den Sanddingern machen. Ging nicht. Achso, nee, das. Ich bin gerade komplett verwirrt. Glasblock, ja, ich brauch zuerst Glas. Ich such mal gerade kurz was nach. Ich bin zwar noch da, aber ich such gerade was nach. Okay, was suchst du denn? In die weite Ferne. Boah, ist doch schön. Jetzt habe ich erstmal schon Glas produziert. Ja, wir sind ziemlich vorbereitet. Sehr spannend. Ich mache jetzt mal 100 Glas. Dann mache ich. Versuche ich daraus mal die Blöcke zu machen. Ja. Ich habe mein Leck. Ich habe mein. So, und jetzt habe ich hier was Glasblöcke machen. Juhu! Achso, jetzt weiß ich. Ich muss was essen. Ich habe Hunger! Ja, ich muss gleich auch nochmal was machen. Alter, ich hab. Zwei Sachen. Das. Okay, ich muss bald wieder mich um ein neues Essen kümmern. Aber jetzt weiß ich, was endlich meine Waffe da ist. Wenn ich geholt habe. Muss sie erstmal testen natürlich. Feldeinsatz, aber. Nein! Waffen? Ich habe ein paar Blöcke falsch gerade gesetzt, versehentlich. Du Nutte! Oh, es regnet Feuer. Bitte was? So ein Sternhagel, also so ein Meteorschauer kommt hier gerade runter. Oh geil. Ja, ich hoffe, es bleibt bei den kleinen Meteoren. Ja, es gibt hier keine großen Meteoren, die es hier regnen kann. Ja, hoffe ich. Nee, das haben wir nachgeguckt. Ja, aber was ist, wenn da so ein mega fetter Asteroid durch irgendeine Explosion abgetrennt worden ist und steuert das auf uns zu? Oh, wir sterben alle. Ja gut, okay. Hast du niemals wie heißt der Film mit Morgan Freeman, Deep Impact oder so heißt der Film? Habe ich nicht gesehen, nein. Da wird die Erde kaputt gemacht, das wird nicht ganz zerstört. Aber sie geht kaputt. Der Millionen von Menschen. Okay. Und da ist Morgan Freeman dabei. Vielleicht habe ich die gern. So, jetzt ist hier überall einmal komplett Glas und es sieht immer noch so aus wie vorher. Aber jetzt haben wir da was. So. Zeit für den. So, ich muss erstmal was machen. So kleine Lebensformen. Unbekannte Lebensformen. Okay, euch muss ich umbringen. So, dann müssen wir theoretisch müssen wir das ganze Feld abernten. Wie war das noch mit dem Abernten? Einfach nur ab. Ah nein, so war das. Ah, okay, jetzt kann ich meinen testen.
nein, sag mir nicht, ich habe alles voll mit Essen. Aber wie cool ist das? Ich habe einfach alles voll mit Essen. Alter, das ist was voll cooles. Okay. Was hast du gemacht? Ich habe was entdeckt, was ich hatte ja so eine Waffe. Weil du noch einen kannst, ich hatte mir so eine Waffe gebaut und wusste nicht, was ich mit der machen kann. Nein, kann ich mir gerade nicht dran erinnern. Ja, jedenfalls, ich dachte, das wäre so eine Kanone, wo man mit Monster einfangen kann. Man kann nur diese kleinen Tierchen damit einfangen. Fische und so. Du redest jetzt hier gerade nicht von den, warte. Ich hab's gleich. Oh, ich zeig's dir. Das ist nicht diese Art Pokebälle, ne? Nein. Das meinte ich. Mit dem Pokebällen tut man die Monster einfangen. Aber mit dem Teil, was ich mir geholt hab, crafted hab. Mit denen kann man die kleinsten Fische und so alles so und Schmetterlinge und sonstige so Käfer halt einsammeln und wieder frei lassen. Zeig's jetzt gleich mal. Mario, ich hab was mitgebracht. Ja, das ist gut. Scheiße. Ich hab viel zu viel Zeug dabei. Ich wollte das Feld abernten. Ich hab viel zu viel Zeug. Was kann ich aus Kartoffeln alles machen? Kartoffeln. Chips. Ja. Ich brauche ein bisschen was auch dabei. Ich muss jetzt noch was zeigen. Vor allem das Feld muss ich immer noch mal ein bisschen vergrößern. Damit ich mehr Sachen da mal einpflanzen. Hast du die restlichen Sachen dort aufgesammelt? Ja. Okay. Guckst du mal? Ja. Komm, am besten hier ist mehr Platz. Ah, oh, ich Idiot. Egal. Was ist das? Ein Schmetterling. What the fuck? Ich kann den einsammeln und wieder freilassen. Ist das nicht geil? Was? Warte, du musst in den Wintergarten bei uns. Wenn er geschlossen ist. Es ist kein geschlossener Raum. Zum Turm ist das alles offen. Egal. Der wird, glaube ich, hoffe, der fliegt nicht weit. So. Oh mein Gott, er brennt bei dir einfach. Oh, ist das geil. Und wenn er wegfliegt, wissen wir Bescheid, dann muss ihn wieder einfangen. Wir müssen uns auf die Jagd machen. Den Schmetterling. Er ist weggeflogen. Ich hab viel zu viel Kram eingepackt. Das ist so dämlich gewesen von mir. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Kacke, ich werde das nie alles aufessen. Brauchst du was zu essen? Ja. Ich hab einiges. Ich hab viel zu viel gemacht. Na, ich würde keine Baked Potatoes machen. Ja, das habe ich zu spät erkannt. Was ich empfehlen würde, das wäre ein Mashed Potato. Und aus denen kannst du dann Waffeln machen. Ah, okay. Waffeln geben viel Energie. Ach, und aus diesem Boiled Pearl Ups kannst du mit Hilfe von. Hallo! Ja, sorry, das ist gerade mal mein halbes Inventar. Ich hab auch noch ein bisschen was Intros. So, So, du nimmst jetzt Weizen, ich nehme jetzt gerade mal Weizen, bin ich mal gerade so frei. Und dann kannst du, genau, einfach mal, ich mache erstmal so einen Garten. Ich mache erstmal Gartensalat. Drei Gartensalate, so. Auf jeden Fall mit dem Boiled Pearl Piece und dem Weizen kannst du dann auch Pearl Pea Broth machen. Kleiner Moment. Das ist viel krasser. So, jetzt nochmal. Was brauche ich? Ja, du brauchst Weizen und diese Boiled Pearl Pea, diese Suppe da. Was kann man dann am Ende daraus machen? Bessere Suppe. Ja, wie heißt die? Die heißt dann Pearl Pea Broth. Wo findest du die?
nicht beim Ofen, sondern beim hier bei dem Servierwagen, das zweite. Das ist der zweite Reiter, das ist dann. Hab ich gar nichts mit. Ah doch, Papyrus. Ja doch. Ja. Das mache ich aus Weizen und diese Suppe, okay? Ja. Die ist dann, die macht dann ein bisschen mehr Leben. Also mehr Hunger manch. Das heißt jetzt so. Oder wie viel brauche ich dafür? Ja doch. Das ist schön. Yay! Wir haben zu viel Sachen. Ich habe auch viel mehr, zu viel gerade gemacht. Wir brauchen mehr Kühlschränke. Ja. Ist voll blöd, dass man diese Sachen teilweise echt nicht stacken kann. Zum Glück. Das ist richtig scheiße. Zum Glück kann man Weizen stacken. Aber es wäre auch schön. Weizen. Weizen. Ich brauche Weizen. Weizen. Hä? Weißt du schon? Jetzt kann ich mich Karottenbrot machen. Ja. Aus diesen Baked Potatoes kannst du jetzt nichts mehr machen, ne? Ich glaub nicht. Egal. So, wir müssen vor allem gucken, dass wir mehr Erze bekommen, damit wir in der späteren Staffel das Raumschiff gut ausbauen können, weil da oben brauchen wir natürlich auch Nahrung. Das heißt, wir müssen jetzt auf einen neuen Fremdplaneten, damit wir auch ein bisschen was in der Folge zeigen können. Und dann werden wir da die ganze Zeit stundenlang unten. Nach theoretisch, ja. Theoretisch müssten wir das wirklich. Theoretisch? Praktisch? Gut. Wo fang ich denn das denn? Ey? Wir haben einfach viel zu viel Essen. Kann man nur so Alter, viel ich essen? Ich hab auch noch mein ganzes Inventar voll. Scheiß die Wand an. Ich auch. Dank dir. Oh ne, jetzt nur das halbe Inventar jetzt. Ich hab ein bisschen leer geräumt. Und du hast gar nicht deine Raucherausrüstung an. Nee. Alter, wir haben so viel Material. Hey, weißt du, wer ich bin? Ich bin nicht Batman, ich bin Raucherman. Oh Gott, haben wir noch irgendwo Platz? Nein, natürlich nicht. Wie haben wir das denn gemacht? Fuck. Wir nehmen einfach jede Stadt auseinander, die wir finden. Weißt du, ohne neue Stadt. Wumm, leer geräumt. Warte mal, haben wir. Okay. Ja, ein kleines Double, aber wo willst du ihn packen? Das sind zwei. Zwei? Ja, wir müssen brauchen ein großes Lager. Das heißt, der kleine Kasten könnte weg da oben. Dann würde der nicht aufpassen. Dann können wir den kleinen Kasten auf die Stelle stellen. Nein. Das heißt, wir müssen einfach weiter in diese Richtung das Lager vergrößern. Warte mal. Nein, du machst da nichts weg. Diese eine Kiste, die müsste dahin kommen, wo du bist. Da kann hier oben noch so eine große hin. Nein, das sieht kacke aus. Nein, wir bauen. Das sieht alles kacke aus. Wir bauen das Lager in diese Richtung weiter. Und wann? Das müssen wir machen, bevor wir auf neue Tour gehen, weil sonst haben wir wieder mehr Material. Ach, übrigens, ich habe noch einen Kühlschrank. Ich habe noch einen Kühlschrank gefunden. Sehe ich gerade mal im Winter. Und ich habe ganz viele Schachfiguren, habe ich rausgetan. Schachfiguren kannst, wenn man die stacken kann, kannst du die irgendwo reinpacken. Kann man nicht stacken. Oh Mann. Aber wir müssen die Schachfiguren irgendwann mal. Wo packe ich jetzt den Kühlschrank hin? Okay, jetzt habe ich einen neuen Kühlschrank. Ja, der passt perfekt da rein. So, was ich sagen wollte, wir können irgendwann mal. Wir können irgendwann mal halt das Lager vergrößern und das so halt machst. Und ein Schachfeld aufbauen auf jeden Fall. Ja, das wollte ich ja draußen in den Garten mitbauen. Ich wollte ab jetzt hier den Wintergarten, ich wollte dann davor noch einen normalen Garten setzen. Oh, wir haben hier einen Tank für unsere Wasserleitung. Da. Kann man das bauen? Wasserleitung? Nein. Super. Oh, mir fällt ein, was unser Haus schon die ganze Zeit fehlt. Alter, wie konnten wir so lange ohne damit überleben? Also, hallo, wir hätten schon sterben müssen. Jetzt kommt's. Dann mal hier hin, ja, das ist gut. Und eins natürlich unten, falls man unten mal ein Problem hat. Ja, in der Nähe von der Bibliothek ist gut, falls da ein Feuer ausbricht.
Perfekt. Jetzt sind wir gesichert. Und es ist nicht so eine Sprengleranlage, oder? Nein, hier ist was Besseres. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Hast du es hingesetzt? Ich habe zwei Sachen da hingesetzt. Moment, die sind hier im Haus, zwei Sachen im Haus getan. Müsstest du eigentlich schon gesehen haben. Eins müsstest du schon gesehen haben oben. Ah, hier, ernsthaft. Hier Feuerlöscher. Jetzt sind wir sie sicher. Oh, schade, das geht nicht. Ich muss es doch von da unten machen. Jo! Eine Radarschüsse. Ja, das brauchen wir auch. Haben wir irgendwo einen Fernseher? Der kommt später noch. Das ist die eigentlich? Wo können wir die hin tun? Wir brauchen Platz. Vor allem brauche ich mal Licht hier unten. Ich sehe nichts mehr. Da kann man nicht. Perfekt. Nee. Okay, so ist besser. Okay. Kannst du mal gucken, ob wir noch welche von den Steinen haben, was wir im Hintergrund haben im Lager? Was für den Stein, den wir im Hintergrund haben? Im Lager. Den Stein. Okay. Den Lagerstein. Bestimmt. Müssten das nicht die sein? Ja, habe ich. Haben wir. 734 Steine. Das wird nicht reichen. Okay. Also bis hierhin können wir das Lager ausbauen. Guck mal, wir haben ein Grab. Was? So gefallen, halt, ist er gestorben. Das kommt, Hauptsache das Grab, denn ein Stück Erde und darunter ist einfach nichts mehr. Und hier. Genau, den Stein brauche ich auch noch. Und der ist der große Stein für die Ausbauung. Hättest du den Stein jetzt vielleicht von oben setzen können? Ja. Hätte ich. Ich glaube, da komme ich nämlich nicht ran. Doch. Okay, gib mir den Stein. Komm, da ist er. Das hast du extra gemacht. Was? Den extra weiter weggetan. Dann ich. Okay. So, was haben wir denn noch so alles? Dann bringe ich wieder nach oben. So. Es wird bei weitem nicht reichen. Ich habe jetzt nur noch 514. Was sind da oben gerade gelandet?